Letztes Kapitel bis zum Gipfel. Oh, tatsächlich, letztes Kapitel. Das wirft ja dann schon mal Spannung voraus. Mach's nicht so spannend, Spiel. Wir wollen jetzt alle wissen, wie es weitergeht. Dieses Plakat. Ich meine, logisch haben sie da überlebt, aber trotzdem. Dieses Visual auch, ne? Ich bin gespannt. Ich erwarte sehr viele Plot-Twists. Zumindest wenn ihr die vorherigen Teile kennt, wisst ihr, dass die Ryuga Gotoku Studios irgendwie nicht wissen, wann Schluss ist mit Plot-Twists. Oh. Kamurocho? この新カムロ署だってどうせお飾りになってしまうだろうとみんなが思っていました。しかし今はどうでしょう。東条会という昔ながらの暴力団はもう一人として残っていません。 カムロ町は徹底的に正義を成し遂げた町として生まれ変わったじゃありませんか。それは日本中どこででもやれるはずなんです。ブリーチジャパンを合言葉に民事党は青木幹事長のもとで生まれ変わろうとしているんです。この後知事には車の上に出られて3分間応援演説をしていただきます。 それから新宿を出てまた移動になりますが、知事には、あ、ん？どうしたの？すみません。知事ではなく幹事長とお呼びした方がよろしいですよね。そうか。呼び方を気にさせてしまったか。じゃあまあ、これまで通り知事にしとこう。短くて呼びやすいしね。 気遣いさせてしまってごめんよ。そんな、とんでもありません。 Wen haben wir denn da? テレビの中継は? もちろん多数来ています。 昼からずっと知事の応援演説を待ち構えておいでで。そうか。<笑>なんだか夢みたいだよ。え？今までの私は妖怪じみた他の先生方に囲まれながら
自分が権力を手に入れることに必死だった。そのためにはまあ、多少ずるいこともした。まさか、知事に限ってそんな。いや、本当だよ。知事。本当さ。まあ、ほんの少し。ほんの少しだけ。なんだけどね。Kommt auf einmal Reue hoch? でも、私には目標があったんだ。理想の正義を。お題目で語ることしかできなかった連中と違って。実際に成し遂げる人間になるという目標が。そして今の私には。それだけの力が終わりになる。それは正しいことです。え?先生?みんなそうです。全くズルをしていない人間なんて多分、世界のどこにもいません。理想があって、そしてそれを実現する以上、場合によっては多少の犠牲だって必要になる。それは歴史も証明していることです。君。すみません。私、出しゃばったことを。いいんだ。ありがとう。頑張りよ。Die Details, dieses bisschen gekritzel im Buch. そろそろ演説の時間だ。Diese Detailverliebtheit auch in dem Spiel, es ist so schön. 国民にしてあげてください。ああ、そうしよう。しました。ご紹介します。青木先生はご存知のように現職の都知事ですが、荻窪先生の後任として民事党の幹事長にもなられています。全国を飛び回ってご多忙の中、決戦を明日に控えてここ神室町へ応援に駆けつけてくださいました。Diese zusammengegafferten Mikrofone auch, ne? Minasan, tadaima goshoukai ni azukarimashita. Aoki Ryo desu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Minasama kara no atsui goshien no koe. Fukaku kansha moushiagemasu. Kamuro-chou no minasan, totsuzen shissurui itashimasu. Ja, doof, ne? Hohoho, was ein Power-Move. Was ein Power-Move! Oh. Sogar die Zeitversetzung auf dem Screen ist mit einberechnet. Wie cool ist das denn? Yo. Nani kangaeterun da kimi? Orinasai!
いいだろう。大丈夫だ。あんたは沢城の頭に、おやっさんを殺すよう指示を出した。おとぼけはなしですよ。頭本人からそう聞いたんです。で、実はその指示をしている声を録音したデータが、ミレニアムタワーの荒川組事務所にあると頭から聞きました。明日 俺らは投票が終わるまでにそいつをいただきに参上します。そして、ネットに流して、殺にもマスコミにも渡す。あんた破滅することになりますね。わかる。本当にそんなものがあるなら、わざわざ俺に予告する必要はない。何のハッタリだ。そう思うなら、それでも結構ですよ。 おやっさんは最後まで若のことをずっと気にかけてました。沢城の頭も同じです。でもそれがあだになり、お前は大きな思い違いをするようになった。てめえだけは何やっても許される存在だったな。でもそれが大きな間違いだ。 Diese Entwicklung von Kasuga, oh, ich liebe es einfach so. Yo, Nick, 俺のテレビ映りどうだったい？バッチリかましてきてやったぜ。 ネットでも大盛り上がりだよ、一番。ただね、あいにく君に好意的な声は少ないんだよ。おお、ビアバートンスフォー。若と並んでる時は俺はいつだって悪役なんでね。そんなの気にならねえよ。随分ご機嫌ね。なあ、青木龍の反応は上々だったからな。計画通りだ。うん、オーケーオーケー。こっちはさっき場所を変えたよ。 Oh, das Earth Angel. Mama ist übrigens die Bezeichnung für die Barvorsteherin, die Chefin. Ich weiß gar nicht, ob das bei uns im westlichen Raum so eine bezeichnende Art ist, aber in Japan steht das tatsächlich für die. Die Besitzerin. Dieser Nick Ogata ist ein echt zwielichtiger Typ. Nun gut, dass er wenigstens auf unserer Seite ist. Ja, im Moment bleiben uns kaum Optionen. Ohne ihn hätten wir uns nach dieser Explosion nie so lange verstecken können. Stimmt, aber machen wir, dass wir weiterkommen, bevor Ryo Aoki uns einholt. Über das Kamurocho Dungeon. Yo, sieht aus, als hättest du die letzte Stufe erreicht. Ich habe ein paar Infos, die für einen wie dich perfekt sind. Hinter dem Theater Square gibt es einen Gulli, der in die Kanalisation führt, und anscheinend treiben sich da ein paar üble Typen rum, die sich nicht an die Oberfläche, oft zeigen. Wer sich auskennt, nennt das Ganze nur noch Kamurocho Dungeon. Da kannst du doch perfekt trainieren, bevor du dich an den letzten Boss wagst, oder? Geh da runter und schnapp dir ein paar seltene Sushimon. Ich stehe hinter dir. Verlier nicht, Ichiban Kasuga. Vielleicht sollten wir das tatsächlich mal machen. Kamurocho Dungeon, ja? Klingt, als würde es da nach starken Feinden wimmen. Perfekt für ein kleines Training. Kamurocho Dungeon freigeschaltet. Du kannst das Dungeon durch den Gully in der Theater Alley betreten, wo du in den ehemaligen Heian Tower eingedrungen bist. Oh ja. Wenn du das Dungeon erkundest, wirst du nicht nur stärker, du findest vielleicht auch seltene Materialien und Gegenstände. Ja, dann sollten wir wirklich gucken, dass wir da vielleicht eventuell potenziell vielleicht hingehen. Und uns das mal angucken. Aber vorher würde ich sagen, gucken wir uns ein bisschen in Kamurocho um, ob da das ein oder andere in irgendeiner Form für uns rumliegt.
Wobei ich nicht glaube, dass sie da so spät was uns vor die Füße schmeißen. Aber schön, dass wir wieder in Kamurocho sind. So, oh. Was haben wir denn dann so? E-Space Nitaku. Maruhan. Ich glaube, Sega. Da Betting. Es ist schon wieder so lange her, tatsächlich, dass ich gesehen habe, was hier ist, ne? Karaoke kann. Da konnten wir, glaube ich, vorher nicht rein. Das Lullaby Mahjong. Warten wir mit all dem, bis wir durch sind und den Premium Adventure Modus freischalten? Ich glaube schon, ja. Aber ich finde doch tatsächlich, wir sollten uns den Dungeon angucken. Oder? Gehen wir erst zum Earth Angel? Nein, komm, wir gehen erst zum Earth Angel. Ich weiß, ihr hasst mich dafür, dass ich unentschlossen bin, aber sollten wir dann machen. Ich speichere am besten vorher, dass ich im Zweifel dahin zurückkehren kann, falls wir jetzt weiter in die Story gedrückt werden. Was ich auch nicht hoffe, aber nun, wir wissen ja nicht, worauf wir uns hier einlassen. Zumindest ich nicht. Ihr vielleicht schon. Das Spiel ist jetzt, glaube ich, mittlerweile seit 4 Monaten draußen. Es würde mich wundern, dass, falls ihr euch das Spiel mittlerweile gegönnt habt und sei es meine Schuld gewesen, danke dafür, das ehrt mich, solltet ihr es mittlerweile wahrscheinlich auch durchhaben und euch ständig an den Kopf fassen, was zur Hölle ich hier eigentlich tue. Und auch das ist in Ordnung. Oh, Gold Safe. Ja, da hatte ich schon gar nicht mehr dran gedacht, dass ich das ja auch noch brauche. Ihr Schlüssel und so. Da weiß ich immer noch nicht, wo es die tatsächlich gibt. Ich habe eine Idee, aber da kommen wir jetzt ja wahrscheinlich auch nicht mehr hin. So, Earth Angel. Pup Tenshi. Wild Whiskey. Earth Angel, hm? Nick sollte hier sein. Let's go. Ne, immer noch die gleiche Mama. Ne, Kitawayo Nick. Anta no Otomodachi de Show. Hi, Ichiban. Ichiban. No. Yoito to arigato ne. Been a while, Nick. Sorga Ichiban no Kekaku. Betsuni akushu ga shitakatta wake ja ne. Demo are de Kekaku no daiichi dankai wa bujii ni kanryou da. Waka wa ore no hanashi ni shikkari kuitsuite da. 青木は食いついたとして、その計画どうなるかな。計画って何よ。教えてよ。青木が沢城に荒川真澄を殺すように指示を出したっていう録音データがミレニアムタワーの荒川組事務所にあるってことを伝えることさ。何それ。そんなデータがあるの。ねえよ。はい。ぬ。ブラフ。貼ったりさ。でも 耳にしたい以上放っておくことはできねえはずだ。おやっさんを殺せって指示した音声データなんてのが出てきたら政治家生命どころか全てが終わる。若は頭の部屋を徹底的に矢探ししなきゃならねえ立場になった。敵は沢城の部屋どころか荒川組の事務所中の全てをひっくり返して探すでしょうね。おまけに俺らは明日の投票が終わるまでにその音声データを 頂きに参上すると若に伝えたい。つまり青木はそうなる前に何としてもデータを探し出す必要がある。とてつもない大人数が必要になる。荒川組が入ってるミレニアムタワーには。Diese Ironie, dass anscheinend das Spiel wieder im Millennium Tower endet. どうなるの。今夜一晩中探したって証拠の音声データは当然出てこない。でも出てこないじゃ済ませねえ。そうなった時は間違いなく あの野郎も出張ってくるはずだ。天道ね。ああ。おやっさんを殺した。あの天道がな。おまけにあいつは私たちを爆弾で吹き飛ばそうとしたもんね。足立さんが異変に気づかなかったら全員危なかったよね。春日、ここはやべえ。ね？全員ここ出るんだ。
剣道にはけじめを取らせなきゃなんねえってことだ。でも青木のことはどうするんだ。青木亮の前にまずは天道からだ。奴には山ほど借りを返さなきゃなんねえ。本当に Also würde ich jetzt mal annehmen, der Showdown passiert zwischen Tendo, also zwischen uns, Tendo und Aoki. ただし青木や天童はおとなしく明日を待ってくれるわけがない。まずユウたちを消しにかかってくるだろうね。この先ユウたちにとってカムロ町は完全なるアウェイ。一歩外に出れば遊び相手にはこと欠かない状況ってことだよ。そいつはいいね。長いことじっと隠れてるだけだった。ちょうどウォーミングアップしてと思ってたとこだぜ。Gut, dass wir uns eh den Dungeon angucken wollten. Oh. Now what? ほんで、要するに荒川組の事務所を家探しせとは、そうおっしゃるんで。そうだ。はあ。でもそれそちらさんの尻拭いのためですわな。そうだ。天道、いちいち命令を細かく説明しないとお前には伝わらないのか。すんまへんな。わじゃ、さあしろほどまだあんたに懐いとらんもんで。せやけど、やっぱり生きとったんですな、春日は。まあ。頼まれた通り家探しもします。でも春日の玉もきっちり取らせてくださいや。それで構いまへんな。おやおや、もうデータが残って証拠になるような命令は一切口にせんというわけでっか。堅実でんな。一つだけお前に言っておく。Hey. もし俺が困ったことになれば、寄せ集めの東京近江連合は一瞬で後ろ盾をなくす。お前がやっと手にした王様の椅子もガラスのように砕け散る。だが俺は違う。お前の代わりくらいいくらでも見つけられるんだ。お前と俺は対等じゃないんだよ、天道。わきまえてますわ。東京の近江連合はまだ旗揚げしたばかり。力を示していかな信頼はしてもらえまへんわな。まずお前の役目は俺を守ることだ。そしてそれはお前自身のためでもある。そこを土台にして次にやるべきことは何か、てめえの頭で考えろ。その順序を常に忘れずにいる限り、俺もお前のことを必要としてやる。望むところですわ。でも青木先生、なんだ。いずれあんたがわしらなしではおられんようにしてみせますわ。Nun, wie ich es mir dann gedacht habe, wahrscheinlich steht uns Tendo als nächstes gegenüber. Verdammt, im Kamurocho geht echt die Post ab. Kein Wunder, dass es heißt, hier schläft keine. Ja, das hast du früh gemerkt, Nanba. Wir sind in einem unbekannten Gebiet. An jeder Ecke lauern Feinde. Was machen wir bis morgen? Hm.
Keine Sorge, ein befreundeter Ermittler hat einen sicheren Ort, wo wir bleiben können. Lass mich raten, das New Sedena. Wirklich? Nicht schlecht, Adachi-san. Wo? Oh. Das ist eine Bar in der Cage Street namens New Sedena. Oh, old locations. Wir sollten uns das mal ansehen. Dann gehen wir mal zu diesem New Sedena. Auch für euch, das New Sedena ist, oder das Sedena im Generellen, ist ein alter Schauplatz, der sich durch die Reihe zieht. Und, falls euch das tatsächlich interessiert, was da alles dahinter steckt, spielt die Reihe. Ihr könnt mit Kiwami 1 anfangen, aber ihr könnt auch bei Zero anfangen, damit ihr ein bisschen Vorgeschichte kriegt. Spielt sie einfach, wirklich. Mein Herzensanliegen an euch, falls ihr bis hierher geschaut habt, spielt die Reihe. Wirklich. Ernsthaft, macht es. So, gehen wir ins New Sedena oder gehen wir zum Dungeon? Ich hab irgendwie Bock auf Dungeon. Pass mal auf. Wir gehen da hin und dann speichere ich vorher und dann gucken wir uns den Dungeon mal an. Ich meine, ich habe euch ja indirekt ja auch diese Trainingshalle in Sotenbori gezeigt. Also würde ich sagen, können wir auch hier mal eben den Dungeon unsicher machen. Ich denke, da spricht nichts dagegen. Und ich hoffe, es wird nicht allzu lange dauern. Wenn ich da reingehe, komme ich wahrscheinlich nicht so leicht wieder zurück. Was soll ich tun? Gehen. Achso. Betreten. Auf wundersame Weise haben Kasuga und seine Freunde die Explosion in Yokohama überlebt und konfrontieren Aoki in Kamurocho bei einer Pressekonferenz. Beim nächsten Mal entdecken sie dann den Kamurocho Dungeon. Da gibt's schon eine ganz kleine Vorschau auf das, was euch dann erwartet. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mich das doch gerne wissen. Bis dahin, ciao, tschüss!